Yo, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Morgen ist Valentinstag. Ich habe mich diesen Tag mal ein bisschen angepasst. Und wir werden heute zusammen ein Make-up-Video machen, ein Make-up kreieren. Und zwar ein Augen-Make-up, weil der Rest, finde ich, ist ein bisschen uninteressant für den Valentinstag. Und zwar wird es eigentlich ein sehr einfaches Augen-Make-up, aber es ist auch ein bisschen was Besonderes. Also eigentlich ist es eine Cut-Crease. Also ihr braucht jetzt keine krassen Produkte, keine überkrassen Skills oder so. Also wenn ihr euch eine Cut-Crease ziehen könnt, seid ihr safe. Und das werden wir heute zusammen machen. Ich glaube, mein Outfit beißt sich ein bisschen mit meinem Hintergrund. Aber das ignorieren wir. Habe ich eigentlich schon mal ein Video vor diesem Hintergrund gedreht? Ich glaube, eins, oder? Was sagt ihr zu diesem Hintergrund? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Außerdem, ich würde mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet, falls ihr es noch nicht getan habt. Und natürlich auch, wenn ihr das kleine Glöckchen aktivieren würdet, dann kriegt ihr eine Benachrichtigung, wenn ich ein Video hochlade. Was auf diesem Kanal in der Regel zweimal die Woche ist, mittwochs und samstags. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und da YouTube momentan ein bisschen schwierig ist, gebt mir sehr gerne einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefällt. Ich weiß, viele Leute machen das nicht, weil die einfach nur das Video gucken und dann direkt weitermachen. Aber es würde mir wirklich sehr viel bedeuten und wäre für meinen Kanal sehr gut. Sprich, klickt einfach mal auf Daumen nach oben, wenn ihr gerade das Video seht. Und hinterlasst mir einen Kommentar. Ich würde mich wirklich sehr, sehr, sehr darüber freuen. Und ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr momentan Single oder vergeben seid. Das passt ja zu diesem Thema. Hier ist für euch alle ein Herz voller Erotik. Falls ihr es braucht. Also bitte, bitte hinterlasst mir einen Kommentar und ein Feedback in Form von Daumen nach oben oder Daumen nach unten. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und jetzt geht's los mit dem Video. Wie ihr es euch vielleicht schon denken könnt, wird das Augen-Make-up etwas pinker, rötlicher, Valentinstagsmäßig. Und ganz ehrlich, welche Palette passt nicht besser dazu als die Urban Decay Naked Cherry Palette. Die hat einfach die optimalsten Farben dafür. Das ist übrigens keine Kooperation oder sonst irgendwas, aber ich bin einfach meine Paletten durchgegangen und dachte mir, welche Palette eignet sich am besten für diesen Look? Und ich würde mal behaupten, diese. Aber es ist nicht schlimm, wenn ihr die Palette nicht habt. Sucht euch einfach eine raus mit rötlichen Tönen. Die können auch rötlicher sein als diese, weil die gehen ja schon so mehr in die Bordeaux-Richtung. Auch kein Problem. Zum Beispiel die Naked Heat hätte ich auch benutzen können oder einfach irgendeine Palette, die so ein bisschen rötlichere Töne drin hat. Ich komme mal ein bisschen näher. Ich habe übrigens nichts auf meinen Augen außer Concealer als Base. Ich beginne jetzt als erstes mit diesem Ton hier mit Bing. Und den gebe ich schon mal so als Transition-Farbe in meine Lidfalte. Es war eigentlich nicht geplant, dass der Ton jetzt so intensiv ist. Aber okay. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. So, und das gebe ich auch schon mal ein bisschen hier nach außen und forme mir schon mal so die Form, logischerweise, die ich später haben will. Alles, was hier innen passiert, muss übrigens noch nicht sehr genau sein. Das machen wir später. Aber das soll so ungefähr die Form unseres Augen-Make-ups sein. Dann nehme ich jetzt hier schon mal die Farbe Hotspot und gebe die unter meine Augenbraue. Keine Ahnung, warum ich das jetzt mache und nicht am Ende, aber manchmal mag ich das ganz gerne, das so direkt am Anfang mitzumachen. Macht euch auch keine Gedanken, wenn ihr hier über die andere Farbe drüber malt, weil wir blenden das gleich sowieso ineinander. Okay, jetzt derselbe Pinsel von eben. Ihr braucht auch nicht unbedingt nochmal Farbe draufnehmen, da ist ja noch ein Rest dran. Und damit verblendet ihr jetzt einfach die Übergänge von diesen beiden Lidschattenfarben. Fertig. Okay, als nächstes gehe ich jetzt hier in die Farbe Devilish und gebe die erstmal komplett auf mein bewegliches Lid. Und ich muss mal schauen, ob mir die Farbe dunkel genug ist oder ob ich gleich noch einen Tacken dunkler gehe. Glaube, ich gehe noch dunkler gleich. Und die Farbe blende ich jetzt auch in die Lidfalte rein, aber nicht so hoch wie dieses Pink vorher. So, dass das einfach einen schönen Übergang ergibt. Ihr seht vielleicht, ich habe hier auch Fallout. Nicht so dramatisch. Einfach einen Pinsel nehmen und das einmal wegfegen. Im Prinzip könntet ihr das auch einfach so lassen. Ist auch ein geiler Look. Okay, mir ist das Ganze noch zu hell. Ich gehe jetzt in Privacy. Also im Prinzip könntet ihr jetzt den Step gerade auch überspringen. Aber ich war mir noch nicht so sicher, ob ich ganz dunkel gehen will. Und tupfe das jetzt hier nochmal außen auf. Und gebe das in die Lidfalte. Und man weiß nicht warum, aber seht ihr das? Hier ist eine Stelle, die nimmt keine Farbe an. Stelle, warum bist du so? Egal wie viel ich hier drauf gebe. Okay. Den Pinsel mal ganz, ganz wenig feucht gemacht. Ich glaube, jetzt geht's. Oh Gott, keine Ahnung, vielleicht habe ich es auch ruiniert. Ja, manchmal läuft es nicht so wie geplant, aber wir kriegen das schon hin, hoffe ich.
So, das lasse ich jetzt erstmal so. Fall out, weg. So, dann nehme ich nochmal den ersten Pinsel vom Anfang und ganz wenig nochmal von der ersten Farbe vom Anfang. Und verblende jetzt nochmal hier die Ränder, dass die Farben wirklich so schön ineinander gehen. Mal sehen, dass ihr das gut sehen könnt. Okay, und jetzt kommen wir zum Part, der etwas tricky ist. Ich nehme jetzt einen Concealer, gebe den erstmal auf meine Hand, damit ich den von da gleich einfach aufnehmen kann. Dann schnappe ich mir einen ganz kleinen, präzisen Pinsel. Seht ihr, das ist die Spitze davon. Das ist der 237 Detail Shader von Zoeva. Und jetzt versuchen wir, vom Augeninnenwinkel beginnend uns hier eine Linie hochzuziehen, also quasi eine Cut Crease, aber das dann nicht hier auslaufen zu lassen, sondern hier eine Herzchenform zu machen, dass wir hier im Inneren ein Herz haben. Erstmal mit Concealer. Er ist auch am Start. So, dazu gehe ich in den Concealer. Und ein kleiner Trick, den ich euch jetzt mal zeige. Ihr macht euch hier direkt am Wimpernkranz quasi eine Linie mit Concealer. Macht dann euer Auge einmal ganz auf und dann seht ihr, bis wohin eure normale Lidfalte quasi geht. Und an dieser Linie könnt ihr euch dann entlang arbeiten und dann diese zwei Rundungen fürs Herz machen. Okay, wie ihr sehen könnt, ich bin auch überhaupt kein Pro, aber wir versuchen das noch ein bisschen besser hinzukriegen. Ich schnapp mir jetzt so einen ganz dünnen Pinsel, gehe damit in die Farbe Privacy und gehe einfach die Konturen des Herzes nach. Weil die Farbe ist ja sowieso außenrum. Gucken wir, ob wir das damit ein bisschen besser hinkriegen. Scheiße, es hat geklingelt. Okay, back at it again. Es ist zwar immer noch nicht perfekt, das Herz, aber ich fange jetzt schon mal an mit Farbe. Nehme mir denselben Pinsel von eben, gehe als erstes in die ganz helle Farbe. Ich glaube, ich sprühe die auch ein bisschen an, damit die noch intensiver ist. Und die kommt ganz außen aufs Herz, also hier in diese Herzbögen. Wie nennt man das? Okay, anschließend gehe ich jetzt in dieses Glitzer, und zwar Young Love. Und das kommt hier in die Mitte des Herzes. Sprich, eigentlich macht man ja immer hell, mittel, dunkel. Und beim Herz machen wir es aber andersrum. Hell, mittel, dunkel. Und die Ränder ignorieren wir erstmal ein bisschen. Die machen wir gleich noch ein bisschen schärfer wieder. Okay, und als dunkelste Farbe gehe ich jetzt hier in Drunk Dial. Und das kommt jetzt auf die restliche freie Fläche. Okay, jetzt haben wir es eigentlich fast geschafft. Ich schnapp mir jetzt nochmal diesen kleinen, dünnen Pinsel und gehe nochmal die Konturen nach, damit es auch richtig schön aussieht wie ein Herz. Hoffentlich. Kann man das gelten lassen? Glaube schon. Okay. Ich glaube, das kann ich so lassen. Ich hoffe. Ich lasse es so. Für den unteren Wimpernkranz mache ich dasselbe wie oben, in matt quasi. Also ich gehe als erstes in diese helle pinke Farbe und dann in die dunkle. Und die helle, ist immer sehr schwierig, da irgendwie in der Kamera zu bleiben, gebe ich relativ grob an den unteren Wimpernkranz. So. Und die dunkelste Farbe kommt ganz zentriert an den Wimpernkranz. Die lasse ich auch ein bisschen nach unten hin auslaufen, aber halt eben nicht so weit wie das Pink. Okay, das hätten wir. Jetzt fehlt noch Highlight im inneren Augenwinkel. Da nehme ich dasselbe wie auf meinem gesamten Gesicht. Und zwar aus der Spotlight Highlight Palette von BH Cosmetics. Diese Farbe hier unten, Wild, glaube die feuchte ich auch an, damit ich wirklich den gewünschten Effekt erziele, den ich haben will. Ja. Okay, im Prinzip war es das mit dem Augen-Make-up. Ich vervollständige das Ganze jetzt noch mit Mascara unten, weil oben habe ich ja die Wimpern-Extensions. Das ist die Monsieur Big Mascara von Lancôme. Die ist der Wahnsinn, übrigens. So, Mascaras drauf. Ich habe jetzt auch noch einen hautfarbenen Kajal auf die Wasserlinie gegeben. Und um den Look jetzt noch zu vervollständigen, fehlt natürlich was auf den Lippen. Da habe ich zwei Optionen für euch vorbereitet. Einmal ein bisschen glossy, einmal ein bisschen matt. Wir fangen an mit glossy. Und zwar habe ich hier von den neuen NYX Candy Slick Lip Colors die Farbe Cream B. Und die tragen wir jetzt mal gemeinsam auf, weil ich glaube, die passt sehr, sehr gut dazu. Hauptsache, ich sitze auf meinem Spiegel. Ihr seht, obwohl die ein bisschen glänzender sind, sind die trotzdem recht deckend.
Okay, das wäre Variante Nummer 1. Ein bisschen schlichter. Ihr könnt natürlich auch ultra dunkelrote Lippen oder so machen. Mega geil. Die sind super angenehm auf den Lippen. Ich finde die richtig schön. Und ja, wie gesagt, das ist Variante Nummer 1. Schreibt mal, welche Variante euch besser gefällt. 1 oder 2. Und Variante Nummer 2 ist für alle, die es etwas matter mögen. Und zwar ebenfalls von NYX. Ich liebe deren Lippenprodukte einfach oder generell Produkte. NYX Lingerie in der Farbe French Made. Die halten übrigens super lange, sind kussecht und sehen einfach super schön aus. Die sind ein bisschen trocken, also achtet vielleicht drauf, dass ihr vorher eure Lippen gut pflegt oder vielleicht noch ein Gloss oder so drüber gebt. So, das ist Variante Nummer 2. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, welche ihr besser findet. Und das war's auch mit dem Look. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat, hier mit den kleinen Herzchen. Wenn ihr das nachmachen solltet, markiert mich auf jeden Fall auf eurem Bild. Und ansonsten wünsche ich euch morgen einen wunderschönen Valentinstag. Egal, ob ihr ihn feiert oder nicht, ob ihr Single seid oder nicht. Ich wünsche euch einfach einen schönen Tag und ich hoffe, dass ihr meinen Kanal abonniert, wenn ihr es noch nicht getan habt. Hier sind noch andere Videos für euch, falls ihr die noch nicht gesehen habt. Schaut da gerne mal vorbei und dann sehen wir uns hoffentlich in meinem nächsten Video wieder. Bis dann. Bye.